Herzlich willkommen auf hiphop.de, herzlich willkommen bei On Point. Mein Name ist Ariel, wisst ja Bescheid, On Point oder so ähnlich. Denn heute nehme ich euch mal Backstage mit. Ja, ich war letztens in Frankfurt, letztens nachts FFM. Ich wurde nicht ausgeraubt, Gott sei Dank. Ja. Dafür war ich auf einer sehr, sehr geilen Party, Coke Carbonate. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was von euch. War nicht das erste Mal, denn Coca-Cola hat eine Partyreihe gestartet durch ganz Deutschland. Also nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Stuttgart, Köln, Berlin und so weiter, München und so weiter und so fort, jeweils immer mit zwei Künstlern in einer Nacht. Das gibt es zum einen in der elektronischen Welt, ja, also elektronische Musik, vielleicht ist das interessant auch für den einen oder anderen von euch. Zum anderen natürlich mit Hip-Hop, ja. Ich war in Frankfurt, natürlich mit meinem Dadasch Nimo, bester Mann, 385 Ideal, Frankfurt natürlich standesgemäß. Die waren am Tag danach, also in der Nacht danach, auch in München mit zusammen und jetzt kommt's, Made in Tokyo, straight aus the USA, straight aus Atlanta. Der war da in Frankfurt, zusammen mit Nimo quasi. Die hatten beide ein Showcase, haben beide, ich glaube, weiß nicht, ey, Made in Tokyo hat mega lange gespielt. Nimo auch. Nimo hat, glaube ich, 5, 6 Songs oder so gespielt. Für eine Clubshow echt ein nices Ding. Abgeliefert da, viel Welle gemacht, viel Party gemacht. War sehr gut drauf. Ich habe beide kurz vor die Kamera bekommen. War jetzt echt irgendwie auch keine Umgebung, um da Interviews zu machen. Zumal natürlich Nimo gerade am Album Capimo sitzt, zusammen mit Capo. Capo war auch da, Bowser war auch da an dem Abend. Ja, die hatten, glaube ich, eine Studio-Session zusammen mit Olex, der Bro Olex. Und sind dann rübergekommen ins, lass mich nicht lügen, ich glaube, der Club hieß Konfuzius FFM. Kleiner Club, sehr familiäre Atmosphäre, sehr, sehr geile Atmosphäre. Es gab kaum eine Bühne. Ach, ihr werdet das gleich sehen. Also du warst als Fan quasi hautnah dran an Nimo und Made in Tokyo. Das ist eine geile Erfahrung gewesen für die Leute, die da waren. Alle haben sehr, sehr nice gefeiert. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für die Einladung an Coca-Cola Deutschland. Es war ein geiler Abend. Zieht euch ein paar Eindrücke rein. Ich wollte gar nicht so viel reden an dem Abend, ja, gar nicht so viel jetzt vloggen und zeigen, hey, guck mal da. Es war halt eine Party so, ne? Deswegen, ich habe euch die gute Stimmung eingefangen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt jetzt nach dem Video, wenn euch das geil gemacht hat, dann checkt die Dates in der Beschreibung ab. Das wird jetzt des Öfteren passieren. Ich glaube, in Stuttgart demnächst Made in Tokyo wieder unterwegs mit Reezy. Schöne Grüße an Reezy an dieser Stelle. Und ja, also egal, wo ihr gerade sitzt, ne? Berlin, Köln und so weiter und so fort, das wird überall unterwegs sein. Coke, Carbonate, einfach googeln, einfach finden oder in der Beschreibung abchecken. Mein Name ist Aria, vielen, vielen Dank. Und jetzt lasse ich euch in Ruhe und wünsche euch viel Spaß. Coke, Carbonate, FFM, Nimo, Made in Tokyo, Aria, hiphop.de. Abgerissen in Frankfurt. Mein Bruder Adrian ist da. Ja, Mann. Es war fett und es wird noch fetter. Das war mein Vergnügen. Ich küsse dein Herz. Leute, der Bruder hier ist real, Alter. Scheiß auf mich und scheiß auf Rap und scheiß auf alles, aber der Bruder hat Herz. Danke, danke. Passt auf euch auf. Shut it down. You already know what's going on, man. It's Made in Tokyo. We're in Germany.